Hi Freunde, herzlich willkommen zurück zu Minecraft. So, wo waren wir stehen geblieben? Da gibt's Eisen. Wir brauchen mal ein Launchpad. Beziehungsweise haben wir jetzt da eigentlich alles, was wir brauchen für die Rakete oder nicht? Oder sollten wir eigentlich haben? Die Finnen, okay. Sollten jetzt eigentlich alles haben. Eins, zwei, drei, vier. Juhu, Tier 1 Rocket. Haben wir. okay. Passt. Rakete haben wir. Next. Wir brauchen ein Launchpad. Rocket Launchpad. Oh, Block of Iron und Compressed Iron. Aber nur einmal. Okay. Einmal kriegen wir das schon hin. Nehmen wir das. Sehr, das ist Eisen. Dann brauchen wir das 1, 2, 3 mal. Haben wir noch? Okay, ein bisschen Compressed Steel haben wir noch. Viel ist es allerdings nicht. Und wir brauchen eben noch jede Menge Eisen. Dankeschön. Eisen rumliegen, nein, gell? Nope. Geht uns so langsam auch ein bisschen das Eisen aus, kommt mir vor. Gut, wir haben jetzt auch extrem viel verbraucht. Und das Launchpad braucht halt auch jetzt nochmal eine gewaltige Menge. Mal ganz zu schweigen von all dem Zeugs, was wir sonst noch brauchen. Und wir können ja gleich mal losgehen. Blätter abbauen. Wir brauchen nämlich jede Menge Blätter mit. Sauerstoff-Produzent. Weil wir wollen ja am Montag atmen, ne? Sonst wird die schwierig. Nehmen wir da mal ein paar Blätter mit. Genug. Bleiben die erhalten, wenn ich die platziere? Schaut so aus. Das ist nicht ganz wichtig, die müssen unbedingt da bleiben, weil wenn die verschwinden, haben wir ein Problem. Wir können ja mal einen Oxygen Collector dann bauen, weil den brauchen wir eh, um mal unsere Tanks dann anzufüllen. Beziehungsweise sollten wir den zweiten Tank craften. Gerade hat es noch geheißen Spitzhacke. Ah, da unten Spitzhacke, da oben No Tool. Aha. Interesting. Mal nicht mehr. Oh, wir brauchen so viel anderes Zeugs jetzt. Das und so vieles kann auch mal weg. Ne? Also, was ist mal ein paar Sachen ablegen, die wir nicht brauchen. Das Zinn, aber das Zinn wollte man sicher in den Ofen schmeißen. Ist doch Energie. Alter. Oh.
Okay. Irgendwas stimmt hier schon wieder nicht. Jetzt ist natürlich auch unser Inventar voll. Was denn auch sonst? Also, was ist denn das jetzt für ein Bug? Irgendwas Spezielles für die? Ja, da gibt es ein paar Sachen, da braucht man die unbedingt. Das brauchen wir hier auch einmal. Eine Raffinerie. Ah, wir brauchen noch so viele Sachen. Jetzt kommt dann nochmal das Launchpad. Eins, zwei, drei war das, ne? Und dann waren das diese drei Kanister. Verkehrt. Jawohl, perfekt. Haben wir das auch. Können wir es ja gleich mal anlegen. Ja, was ist, wie schaut es hier mit der Energie jetzt aus? Passt. Ausreichend vorhanden. Rote Farbe. Kommt hier rein. Solar. Wir machen jetzt mal die PV-Zellen. Steel Pole. Oh nein, ach das. Gott sei Dank craften wir die einmal und bekommen es gleich für zwei. Ach hey. Das ist alles teuer hier. So. Das, die Wafer Hammer, die Steel Pole Hammer, dann brauchen wir zwei Basic Wafer. Dann brauchen wir 8 Compressed Steel. Dann brauchen wir 4 Leitungen. Und die Paneele, die brauchen noch weitere Leitungen, viele Leitungen. Davon haben wir gar nicht genug. Das heißt, wir müssen scharfe Scheren gehen, aber wir brauchen halt leider Wolle dafür, was blöd ist. Ist zwar schön, dass es eigentlich nur Wolle ist, allerdings, wenn man keine Wolle hat, ist auch das schwierig, ne? Und selbstverständlich ist es Nacht. Oh. Du hast keine Wolle, also geh weg. Bekommen 8. Erstaunlich wenig. Schauen wir mal, ob wir den Creepern hier ein bisschen entgehen können. Könnten wir mal dann unseren geheimen Eingang machen, dann ist das hier nicht mehr so offensichtlich. Aber es kostet wieder ein bisschen was an Ressourcen. Dabei, ja, das ist nicht viel. Geht schließlich eh noch einmal, ne? Mit dem bisschen Wolle, was wir da bekommen haben.
geizige Schafe. Drei haben wir das. Also 1, 2, 3, 4 war hierfür. Aha, Biker Jacket. Okay. I don't care. So. Wie war das mit denen nochmal? Glas. Viel Glas, okay. Und wie oft brauchen wir das? Mit allen. 6-mal. Das ist zu wenig. Verdammt. Teure Angelegenheit. Echt teure Angelegenheit. Schau mal auch, ob wir mit denen jetzt da vorsichtig umgehen müssen oder nicht. Kriege ich das Ding wieder? Ja, passt. So, Eisen. Genau. Brauchen wir noch deutlich mehr. Ah, wir brauchen die drei hier. Für die Paneele. Ich hoffe, die zwei Solarpaneele produzieren auch viel. Was ist mit denen hier eigentlich? Oh, okay, wir hätten auch das hier machen können. Hätte man sich die normalen sparen können. Gleich die Advanced machen. Das hätte man hinbekommen. Das auch alles. Eigentlich nur ein Advanced Wafer und Heavy Aluminium Wire. Die sind non-adjustable und die machen das von selber. Fuck. Ja, wir können ja noch umswitchen. Wir können ja zwei Advanced Wafer herstellen, das ist ja kein Problem. Das können wir machen. Wieder mal zwei Diamanten. Einiges an Redstone. Wir brauchen 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Für die Advanced Wafer brauchen wir leider Repeater. Repeater. Da ist jede Menge Redstone, geht hier drauf. So, dann brauchen wir noch 4-mal Silikon. Ja, doch. Da haben wir mal genügend Eisen. 1, 2, 3. Launchpad. Advanced Wafer und dann brauchen wir die hier. Das heißt, das Kabel und Aluminium und Wolle. Aber das brauchen wir viermal. Wir haben nur drei Wolle. Oh, das ist schon Tag ausgezeichnet. Wow. Wow, da ist das. Vielleicht genügt ja das jetzt. Wir können ja draußen noch dann das Launchpad. Na, das Launchpad bauen wir woanders. Das machen wir nicht einfach da draußen. Wobei das. Ja, mal schauen. Wo ein guter Ort dafür ist, wo sich das gut macht. Könnte man hier theoretisch machen. Ein Schaf ist noch da. Mit Wolle.
Schaf mit Wolle. Ich klaue euch die Wolle. Schön, dass sie die so schnell wieder nachbekommen, ne? Dass sie einfach nur essen. Jetzt sollten wir ein bisschen was haben. Damit sollten wir jetzt zumindest ein bisschen was tun können. Nehmen wir gleich mal die Kohle mit. Ich glaube, wir werden einmal eine ordentliche Mining-Aktion starten, wo wir runtergehen und einfach alles mitnehmen, was wir finden. Die meisten Mods brauchen ja nicht so viel Material, vor allem nicht auf einmal. Aber hier jetzt ganze Raketenzeugs, das frisst. Das hat uns fast unser komplettes Eisen weggefressen. Das hat bereits unsere fast unsere komplette Kohle gefressen. Das macht sich schon bemerkbar. So. Brauchen wir. Das nicht. Aluminium sollten wir eigentlich dabei haben. Haben wir. Okay. So. Erstmal die Wires an sich. 1, 2. Schauen wir mal, wie viel wir machen können. Okay. So. Oh. Aufpassen. Brauchen wir Wolle. Okay. Erstmal so. 1, 2, 3, 4. Erledigt. Das wird noch immer nicht reichen. Wir haben jetzt zwar mal alle Solarmodule, aber die müssen wir dann zusammensetzen, zweimal, das macht, ja, geht sich genau zwei nicht aus. Allerdings, Idee, haben wir die noch irgendwo? Nein, haben wir die alle, hä, was, haben wir die alle verbraucht? Ah, na, hier sind sie. Hätte mich jetzt gewundert. So, wir haben ja hier keine. Mist, ich dachte, wir hätten die hier verbaut. Das haben wir, glaube ich, am Anfang gemacht und dann doch die genommen, weil wir die wahrscheinlich zum Craften braucht haben oder so. Verdammt. Gut, nur die Briefe brauchen wir Gott sei Dank hier erstmal nicht. Aber natürlich geht es sich wieder um zwei nicht aus. So, das Eisen kann weg, das Zink kann weg, das Aluminium kann weg, das verrottete Fleisch kann weg. Die Kohle kann erstmal da rein, aber wir machen gleich mal wie gewohnt weiter. Jetzt wollen wir eine gerade Zahl kommen. Wir brauchen nicht viel mehr Compressed Steel. Wie immer, das ist eine der Hauptressourcen scheinbar in dieser Mod. Ah. Noch mehr. Hä? Ja, doch, passt. Wird schon passen. Genau. Wir haben immer noch viel zu viel Zeugs im Inventar, aber egal. Auf zum Wolle holen. Again. Gar nichts zum Essen mit. Essen sollte man auch mitnehmen auf dem Mond. Sonst könnte es ein bisschen schwierig werden. Wobei der Hunger hält sich ja eh mittlerweile ziemlich in Grenzen. Das war früher Ärger. Weil bisher mussten wir eigentlich nie wirklich aus Hunger essen, sondern nur weil uns wieder irgendwas oder irgendwer angegriffen hat. Leider kann man auf dem Mond keine Tiere mitnehmen, außer Hühner. Es sei denn, wir haben irgendwie eine andere Möglichkeit, die Schafe und Kühe und Schweine und so in irgendeine Transportkiste zu stecken. Ich weiß nichts davon. Damit geht man Hühner, weil die legen halt Eier. Es sei denn, man bekommt solche Mobs auch irgendwie in Eiern, das wäre praktisch, dann kann man die auch leicht mitnehmen.
Bisschen Öl haben wir eh, das brauchen wir für die Raffinerie. Extra Treibstoff mitnehmen, damit wir auch wieder zurückkommen. Das ist auch besonders wichtig. Ich weiß nicht, ob es am Mond Öl gibt. Das muss ich vorher nochmal googeln, weil sonst hast du zu wenig Treibstoff mit und dann hast du ein Problem. Dann kommst du nicht mehr zurück. Außer du stirbst oder so wahrscheinlich. Vielleicht. Was wollten wir? Genau. Aluminium brauchen wir da. Natürlich. Wir brauchen immer Aluminium. So, das sollte jetzt aber reichen. Ah, Ingots. Ah, Nuggets. So, wie ist das jetzt? Das so und so, ne? Und eins und zwei. Und nun die hier, dann auf die Poles, Advanced Wafer. Die hier und... Das, was wir natürlich nicht haben, ne? Natürlich. Natürlich nicht. Na klar, dass wieder irgendwas fehlt. Hoppla. Reicht gerade noch. Draußen schiebt irgendein LKW die ganze Zeit zurück. Ich hoffe, man hört ihn wenigstens nicht. Das reicht aber nur für einen. Ah, Mann. Das ist schon krass, wie viel das kostet. Habe ich das schon mal erwähnt? So, zwei Advanced Solar Panels erledigt. Communication Dish. Ist die Frage, was das kann. Davon werden wir auch noch mehr brauchen. Können wir gleich mal herstellen. Wie war das? So, okay. So. Gut, davon sollten wir erstmal genügend haben. Oxygen Collector, der ist einmal ganz wichtig. Oxygen Concentrator wieder, oh Mann. Die brauchen wir öfters leider und die sind so teuer, die kosten so viel Material. Also das mit dem Compressed Steel haben sie meines Erachtens nach ein bisschen übertrieben. Das ist etwas übertrieben. Wir können das Stahl, den Stahl hier noch nutzen. Geht auch so. Ah. Ja, ich glaube, sowas craften wir nicht. Ich muss mal googeln, ob das Ding... Das Material wert. Und der Part ist auch schon zu Ende. Freunde, ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.